Herzlich willkommen zu Auf ein Wort, Bürger reden Klartext, der Bürgerdialog. Sie haben die Fragen gestellt, einige davon sind schon hier auf unseren Zetteln gelandet und wir möchten Ihnen jetzt unsere Gäste vorstellen, die Menschen, die Ihnen die Fragen beantworten. Da haben wir Professor Dr. Herfried Schneider, einer unserer hochgeschätzten Wissenschaftler und ein echter Ansprechpartner, wenn es um Produktion und Logistik im Bereich Nachhaltigkeit geht. Herzlich willkommen. Da es heute auch um die Medienwelt geht, braucht man auch einen Medienfachmann. Dafür heute da der Filmproduzent Farkus Pauli. Herzlich willkommen. Hallo. Ja, und wenn man in einer Stadt ist, die Ilmenau heißt und von sich behauptet, dass hier der Himmel immer blau ist, dann spielt Tourismus natürlich auch eine Rolle. In der CDU-Fraktion ist er dafür zuständig und für die Jugend. Herzlich willkommen, Andreas Bühl. Und natürlich hier in Ilmenau ein herzliches Willkommen dem Fraktionsvorsitzenden der CDU im Thüringer Landtag, Mike Moring. Ja, jetzt gehört es zu unserer Sendung natürlich, dass wir zum einen Fragen schon auf dem Papier haben, zum anderen aber auch Sie heute hergekommen sind, um Ihre Fragen hier loszuwerden. Das ist richtig so. Zuständig dafür mein Kollege Felix Vogt. Ja, und neben mir steht die Wirtin dieses Lokals hier, das ist Nancy. Erstmal schön, dass wir hier sein dürfen heute Abend, Nancy. Vielleicht kannst du uns ja mal ein paar Worte sagen zu dem Konzept deiner Kneipe. Ja, hallo, wir sind das Musikcafé Piano. Wir sind quasi, wie der Name schon sagt, eine Musik- und Cocktailbar. Unser Konzept ist so ein bisschen, wir machen ab und zu Live-Musik. Natürlich haben wir auch ein Piano bei uns stehen. Von daher haben wir auch ab und zu einen Pianisten da und auch Leute, die einfach als Gäste mal spielen. Wie gesagt, es dreht sich viel um Musik und ansonsten kann man hier einfach mal lecker was trinken und sich schön unterhalten. Vielen Dank. Ja, und ich kann Ihnen sagen, liebe Fernsehzuschauer, ich habe hier schon mal das schöne Blonde von der schönen Blonden. Und die Musik hat sie uns ja schon erwähnt. Im Hintergrund unser Pianist Friedrich Rau. Ja, und vom analogen Piano gehen wir jetzt gleich einmal in die mobile Netzwelt. In sozialen Netzwerken wie Twitter und Facebook lassen immer wieder Menschen ihrem Hass freien Lauf, häufig im Schutz der Anonymität. Was meinen Sie? Soll der Staat hier schärfer eingreifen? Ja, einmal frei. Auf jeden Fall, weil das genauso ist, als würde ich mich hier auf dem Marktplatz stellen und rumschreien. Deswegen, soziale Medien sind nichts anderes. Manche denken überhaupt gar nicht drüber nach, was sie davon sich geben, würde ich mal so sagen. Das ist einfach nur Dummheit. Der Staat eingreifen. Kann er dagegen eingreifen? Glaube ich kaum. Das ist so anonym, da kann keiner dagegen eingreifen. Da stört mir eingreifen. Wie soll er eingreifen? Das muss einem von den Herausgebern geregelt werden, dass sowas nicht entsteht. Und nicht, dass jeder hier drauf zuquatscht, wie er will. Ja, und daraus resultiert auch die erste Frage einer unserer Zuschauerinnen. Ist es an der Zeit, soziale Netzwerke wie Google, Twitter, Facebook stärker in den Blick staatlichen Handelns zu rücken? Farkus Pauli, Sie haben damit eine ganze Menge zu tun. Sie sind auch ein aktiver Facebooker, ein aktiver Twitterer und brauchen das natürlich auch für Ihr Unternehmen. Aber sollte gerade bei solchen Dingen, bei Hasskommentaren, dann wirklich auch mit staatlichem Handeln Google und Twitter mal, ja, sagen wir mal, die Kette angelegt werden?
wo will ich noch überall eine Kette anlegen? Ich kann es nicht machen. Es gibt dafür eigentlich schon seit jeher Gesetze, wenn ich irgendwo etwas, wir haben eine Meinungsfreiheit, die hat in bestimmten Bahnen abzulaufen und die gilt für alle Kanäle. Ja? Ob ich mich auf den Marktplatz stelle oder in ein soziales Netzwerk, ich muss damit rechnen, dass ich erkannt werde und dass ich dann natürlich auch entsprechend Kommentare auf das sage, was ich da von mir gebe. Ja? Und das wird auch irgendwann verfolgt werden, juristisch. Aber was soll der Staat denn da noch alles machen? Weil wenn der Staat sich darum noch kümmert, dann haben wir irgendwann Verhältnisse wie bei Herrn Putin, ja? Der, wo das Netz oder in China, wo alles vorher durch einen Trichter durch muss. Mhm. Und wer entscheidet dann bitte, was noch Hass ist und was nicht? Das ist die Frage dabei. Ich kann den Staat nicht dafür verantwortlich machen, was dafür gesendet wird. Und es muss ein bisschen menschlicher Verstand da noch sein. Ja? Der Bürger muss auch für sich selbst verantwortlich sein. Er hat es ja reklamiert durch die Bürgerrechte. Herr Schneider, Sie kommen noch aus einer Welt, da war das Digitale noch gar nicht erfunden, als Sie ganz jung waren. Damals hat man sich, wenn man Probleme hatte, oder ich sag's mal so, wenn man mal ablästern wollte und mal Dampf ablassen wollte, da hat man sich am Stammtisch getroffen, vielleicht auch beim Marktplatz, vielleicht auch beim Fleischer oder beim Bäcker. Das hat man aber immer mit seinem Gesicht gemacht und mit seinem Namen. Heute im Netz läuft viel anonym ab. Ist Ihnen das eine fremde Welt? Nein, da ich beruflich damit viel zu tun habe, ist mir das keine fremde Welt, obwohl ich selbst nicht bei Facebook und Twitter vertreten bin. Aber fremd ist mir diese Welt überhaupt nicht. Aber sicherlich sollte absolute Meinungsfreiheit herrschen, soweit keine Hasspropaganda betrieben wird. Genauso wie man das bei allen anderen Medien auch hat. Und ich denke, dass die Meinungsfreiheit eigentlich über allem stehen sollte. Und wenn wir heute junge Menschen betrachten, die als Digital Natives, wie man so schön sagt, in diese Welt hineinwachsen, dann glaube ich, wenn Sie von der Schule her und von Ihrem ganzen Erziehungssystem mit dem entsprechenden Wertesystem auch ausgerüstet werden, dass Sie dann nicht die Grenzen übertreten werden im Internet. Das muss man natürlich ein bisschen sowohl vom Elternhaus als auch von den Erziehungssystemen her ein wenig steuern. Du bist ja auf Facebook auch mal erfunden worden, um Freunde zu sammeln und nicht um abzulästern. Nun kann man das aber für sich auch ein bisschen nutzbar machen. Die Leute, die wirklich an Lösungen interessiert sind, wie kann man die eigentlich beteiligen, zum Beispiel auch digital aktiv an der Politik in Thüringen? Gibt es da Plattformen, wo man seine Vorschläge loswerden kann? Ja, Politiker sind ja genau im Netz deswegen unterwegs, um auch nochmal eine Ansprechbarkeit anzubieten. Aber ich glaube, realistisch ist schon, das kann nur ein Teil der Kommunikation sein und ein Baustein. Es bleibt dabei, Face-to-Face ist das Beste, was man machen kann. Sich selber gegenüber sitzen und miteinander reden, in die Augen gucken, da kriegt man, glaube ich, auch einen ehrlichsten Blick dafür. Und trotzdem ist natürlich die Online-Kommunikation ein wichtiger Punkt. Dieses Sendungsformat hier, was wir machen als Fraktion, dient ja auch genau dazu. Und ist ja auch ein Online-Format, mit dem wir auch unterwegs sind. Aber die Bausteine in der Summe machen erst eine gute Kommunikation aus. Und wir müssen natürlich rechtlich die Fragen diskutieren, das tun wir auch gerade im Bund. Wer regelt die Störerhaftung, wer ist eigentlich verantwortlich für das, wenn Hasskommentare und Beleidigungen und vielleicht auch rechtswidrige Meinungsäußerungen im Netz stattfinden. Das muss man schon klären, man muss entweder die einen befreien, die Plattform anbieten, und muss versuchen, die zu bestrafen, die da auch unterwegs sind. Was wir feststellen, auch auf unserer Fraktion, die CSU hat die Woche gerade Probleme gehabt, ist schon die anonymen Beschimpfungen und Beleidigungen und Morddrohungen zum Teil, die stattfinden. Da ist immer die Frage, wie kontrolliert man noch das, was da stattfindet. Auf den Thüringer Zeitungsportalen kann man sehr gut sehen, die schalten mittlerweile viele Kommentarfunktionen ab, weil sie es gar nicht mehr nachvollziehen können und hinterher moderieren können, was an anonymen Kommentaren da alles so unterwegs ist. Schwieriges Konzept, aber ich bin schon auch eher bei Fagus Pauli und bei Professor Schneider. Wir wollten die Bürgerrechte, wir wollen die Meinungsfreiheit, also muss man sie auch größtmöglichst ermöglichen, sonst funktioniert die Netzkommunikation nicht. Und wenn man es genau betrachtet, mittlerweile ist das gar nicht mehr alles so anonym, wie man immer glaubt. Die heißen alle nicht mehr Cindy66, sondern mittlerweile Cindy Müller und geben da auch ihren offenen Namen preis und machen sowas dann auch wirklich unter Namen. Also die Hemmungen sind da doch schon relativ gefallen im Netz. Um daran aber teilzunehmen, egal ob im positiven oder im negativen Sinn, Andreas Bühl, braucht man natürlich auch schnelles Internet. Das funktioniert in Jena ganz gut, das funktioniert in Erfurt ganz gut, wahrscheinlich sogar auch hier in Ilmenau.
aber im ländlichen Raum, der ist teilweise abgekoppelt. Was hat die CDU da anzubieten oder will einzubringen, damit auch der ländliche Raum gerade da in der Internetgeschichte und in der medialen Welt nicht abgehangen wird? Also zum einen ist es wirklich so, dass auch Ilmenau noch viele Lücken hat. Mhm. Das muss man sagen. Drei Straßen von hier wohnt ein Freund von mir, der hat auch kein DSL. Der MP3-Player wurde hier erfunden. Und der MP3-Player. Aber wir haben auf jeden Fall Bedarf. Auch am Netzausbau in Ilmenau, im ganzen Ilmkreis. Und der Ilmkreis ist ja einer der stärksten wirtschaftlichen Kreise. Und ich finde, wir müssen es schaffen, in den nächsten Jahren überall diese 50 Mbit, was ja das Ziel vom Bund ist, auch zu erreichen. Und da hat die CDU-geführte Bundesregierung ja auch mit einem Paket von 2,7 Milliarden Euro Förderungen in Aussicht gestellt, wo man 50% Förderung bekommen kann vom Bund. Und dann soll das Land das noch aufstocken. Das Land hat dazu jetzt auch Förderrichtlinien erlassen. Die Bundesförderrichtlinie gibt es auch. Da kann man bis zu 90% Förderung bekommen für den Ausbau. Das Land hat allerdings gesagt, reichen 30 Mbit. 30 Mbit ist, das sagen die Fachleute, wird 2019 schon nicht mehr reichen, um die Vielzahl an digitalen Anwendungen, ob das in Medizin, ob das in den ganzen Videokonferenzen ist, abzudecken, wird das kaum noch reichen. Von daher hätte ich mir gewünscht, dass das Land auch gesagt hätte, 50 Mbit. Aber wir müssen froh sein, wenn auf jeden Fall bis 2019 hier so viel Geld verbaut ist, dass wir flächendeckend ausgestattet sind. Und das muss das Ziel sein. Jesus, manche, der das Internet nur mal nutzt, um eine E-Mail zu verschicken, ja, sagen, Mensch, das ist ganz schön viel Geld. Nur damit da Leute ein bisschen rumdatteln können. Jetzt kennen Sie die Welt ja natürlich ganz anders und wissen schon, was in den nächsten Jahren da auf uns zukommt, Professor Schneider. Wie wird denn die Welt, die Produktionswelt 4.0 aussehen, von der so viele reden? Kann man das mal so in ein paar Sätzen ein Bild zeichnen? Ja, Industrie 4.0 bedeutet ja, dass die Digitalisierung für alle Produkte und Prozesse durchgeführt wird, dass alle Produkte und Prozesse miteinander vernetzt sind, dass intelligente Produkte also entstehen und diese Produkte produzieren natürlich eine Unmenge an Daten. Das heißt, wir sind wieder bei dem Thema Breitband. Das reicht überhaupt nicht aus. Also 30 Megabit pro Sekunde, also Übertragungsrate ist überhaupt nicht ausreichend. Auch 50 Megabit pro Sekunde ist für Industrie 4.0 nicht ausreichend, sondern da geht es irgendwann mal in den Bereich von Gigabit pro Sekunde. Und das sind natürlich dann Anforderungen, da reichen auch Glasfasernetze nicht aus, da muss man wieder zum Kupfernetz zurückgehen, was ja mal eine Zeit lang nicht aktuell war. Aber nochmal zurück zur Industrie 4.0. Wenn wir uns vorstellen, dass die gesamte Wertschöpfungskette von der Idee für ein Produkt über die Herstellung, über die Nutzung bis zur Entsorgung, diese ganze Wertschöpfungskette und über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes hinweg digitalisiert wird, dann kann man sich vorstellen, welche Datenmengen dabei entstehen. Also nochmal schnelle Übertragungsraten. Aber kleine Unternehmen werden auch gar nicht in der Lage sein, diese Menge an Daten, die dabei entstehen, selbst zu speichern, sondern da kommt dann das Thema Cloud und Cloud Computing ins Spiel. Also die Auslagerung der Daten an externe Datenspeicher und externe Kompetenzen zur Analyse der Daten und zur Erstellung von Algorithmen, mit denen man dann selbstregelnde Systeme entwickeln kann. Okay, also das mal ganz kurz. Ja, das schnelle Internet ist faktisch das, was die Autobahnen in den 90er waren, was wir unbedingt brauchen, wenn man heute wirtschaftlich in der ersten Liga mitspielen will. Herr Pauli, welche Rolle spielt denn da die Netzneutralität? Netzneutralität ist ganz wichtig in dem Punkt. Die Frage ist jetzt, worauf beschränken wir Netzneutralität? Ja, es gibt da verschiedene auch Rechtsgutachten von der Universität Rostock, hochqualifizierte Aussagen und von den verschiedenen Portalen. Netzneutralität ist wichtig, damit wir hier in Thüringen vor allen Dingen, also auch in den ländlichen Gebieten oder in der deutschen Provinz, dass kleine Unternehmen, die gleichen Markteintrittschancen haben,
ihre Produkte und Dienstleistungen weltweit anzubieten. Ja, wir denken ja eigentlich viel zu klein, wenn wir nur in Deutschland und in Thüringen denken, sondern wenn ich im Netz irgendeine Dienstleistung als Startup reinstelle oder wenn ich einen Film produziere und ihn ins Netz stelle, ich habe jetzt, ab demnächst läuft einer bei Spiegel TV, das können alle, die Deutsch können, auf der ganzen Welt gleichzeitig sehen. Ja, das heißt also, ich habe eine unheimlich kleine Barriere, um in den Markt zu kommen, und das bietet viel Möglichkeiten. Das heißt, die Entwicklungschancen für Thüringen, das, was wir hier in den letzten 25 Jahren versucht haben aufzubauen, werden sich nochmal potenzieren, wenn wir ausreichend schnelles Internet haben. Auch die Wertschöpfungsketten, die globalen, werden zusammenwachsen. Ja? Ich kann eben dann von Ilmenau aus einen Film weltweit produzieren und muss nicht mehr vor Ort sein. Ich spare eine ganze Menge Geld und das ist für den Kunden auch gut. Aber vor allen Dingen für die Landesentwicklung. Ja, das ist, man muss es vergleichen, wirklich wie mit dem elektrischen Strom vor 100 Jahren. Wer keinen hat, nimmt nicht teil. Ja? Und wer welchen hat, dem erleichtert das das Leben in vielen Lagen. Ja? Ob das nun ältere Menschen sind, die dann damals plötzlich eine elektrische Küchenmaschine hatten, heutzutage ein Smartphone, womit sie ihren Arzt in Videokonferenz sehen können, oder eben Unterhaltung. Das ist ganz wichtig für so ein kleines Land wie uns, dass wir dann vorne mit dabei sind. Und wenn wir kein Netz haben, dann ist das so, als ob keine Eisenbahn fährt, dann können wir das eigentlich hier zumachen, um das mal böse zu sagen. Es sind ja auch Dinge, die im demografischen Wandel, gerade im ländlichen Raum, damit er nicht abgehangen wird, auch, wie Sie gerade sagen, ja, Videokonferenz, auf jeden Fall extrem wichtig sind. Herr Moring, wenn Herr Bühl schon sagt, das, was die Landesregierung beschlossen hat, das ist nicht schlecht, aber das ist eine einspurige Autobahn, wir brauchen eigentlich eine vierspurige Datenautobahn, kann man sich da jetzt nicht als CDU-Fraktion einbringen und auch zusehen, dass man Gehör findet? Weil ich glaube, der gerade amtierende Ministerpräsident ist ja auch im Netz sehr viel unterwegs, wenn man sagt, Mensch, deine Twitter-Kommentare kommen dann aber nicht mehr so schnell überall an, ihn damit zu gewinnen, dass man da doch gleich von vornherein jetzt einen richtigeren Weg geht? Ja gut, ich weiß ja gar nicht, ob ich will, ob er mehr twittern soll. So gesehen bin ich gerade am Nachdenken bei der Frage. Aber Andreas Bühl hat das ja gesagt. Aber es gibt ja auch bei den Gefällt-mir-nicht-Button. Ja, noch gibt es ihn ja nicht. Es ist ja relativ unambitioniert, was die linke Regierung jetzt will. 30 Mbit pro Sekunde bis 2020 ist weit weg von dem, worauf sich eigentlich alle vernunftbegabten Menschen in Deutschland einig sind, dass wir bis 2018 50 Mbit brauchen. Aber wenn man ehrlich ist, selbst dieses Ziel noch zu wenig. Bei den technischen Weiterungen, bei den Möglichkeiten, wie man künftig auch im Netz die Technik nutzen kann, ist das die Mindestausstattung, die wir brauchen, um wirklich alle Anwendungen auch flexibel und jederzeit und parallel nutzen zu können. Es ist nur deshalb ärgerlich, Andreas hat es ja gesagt, bei 2,7 Milliarden Fördervolumen des Bundes, wo man davon ausgeht, dass es 50% Finanzierungsanteil, müssen die deutschen Bundesländer weitere 40% in den Raum legen. Und da kann man den Thüringer Anteil entsprechend runterbrechen und der steht nicht im Landeshaushalt drin. Und dann wird einfach zu wenig geliefert. Und das ist ein Riesennachteil, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Wir wollen darüber reden, dass wir im ländlichen Raum Schulen erhalten. Da sollen auch junge Menschen weiterleben, Familien sollen dahin ziehen. Wenn der ländliche Raum gar nicht angebunden ist, wenn gar keine Hausaufgaben von zu Hause möglich sind, wenn der Unternehmer auf die Bergspitze rennen muss, damit er eine E-Mail abschicken kann, dann sind wir einfach hinterwäldlerisch. Und das muss man abschaffen. Und das Riesenmilliardenprogramm liegt jetzt auf dem Tisch. Und jetzt muss diese Regierung das umsetzen in den 3 Jahren, wo sie jetzt Verantwortung trägt. Mein Kollege Felix Vogt und sein Kameramann, die stehen jetzt nicht hier in einem digitalen Loch, sondern mittendrin, haben beste Verbindung und ich glaube auch eine Frage. Ganz genau, wir haben schon die erste Frage aus dem Publikum. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor und dann Ihre Frage bitte. Also, mein Name ist Maria Trancic und ich würde etwas gerne fragen Richtung Freistaat nach Erfurt. Diese Digitalisierung, das ist ein komplexes Problem. Wir haben schon von den Gästen gehört, also da gibt es verschiedene Sachen, die man regeln muss. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass man vielleicht in Erfurt einen Beauftragten für Digitales beruft und dass man dann entsprechend also ein Programm auf die Beine stellt, die ganz genau die Handlungsziele, die wir haben, die strategische Ziele dazu abcheckt. Natürlich, wir müssen schaffen die Rahmenbedingungen, aber wir müssen auch rechtliche Absicherung dazu kreieren und das kommt nicht nur so, jeder macht sein, sondern das muss, wenn man möchte, dieser Zug nicht verschlafen in Thüringen, wirklich konzeptionell ausarbeiten.
Und das erwarte ich einfach im Land Thüringen, dass es passiert. Es geht nicht nur jetzt um Internet, um Industrie 4.0, um den Internet fünfte Generation, dass wir 37 Gigabyte pro Sekunde Netz haben. Es geht mir vor allem darum, dass man nicht nur diese, sage ich, Breitbandnetz und diese digitale Infrastruktur herstellt, sondern dass man auch absichert Information und Cyberkriminalität, dass man dementsprechend auch die Leute, ob das in der Schule oder in Berufen, in den anderen Einrichtungen dazu einrichtet, dass man wirklich also qualitätmäßig gute also Arbeit vorantreibt bei der Digitalisierung. Und natürlich dann kommt die nächste Stufe, die Digitalisierung in Verwaltung, in der Industrie, kann man in Krankenhäuser, dann kommt, dass man diese Konvergenz der Netze vorantreibt. Aber das sind schon alle konkrete Handlungsziele. Aber mir fehlt ständig irgendwie ein Konzept und da möchte ich dazu was hören, bitte. Gut, danke. Das war eine lange Frage. Vielleicht richten wir sie erstmal an den Fachmann, der jeden Tag damit zu tun hat, Herr Pauli. Konzept ist immer wichtig. Das ist ja der Kern der Frage gewesen. Gibt es eine Idee dahinter, wie staatliches Handeln ist? Also wir in der Privatwirtschaft müssen schlimmer als früher noch mehr planen, um zu wissen, wo wir hinwollen, was Finanzierung dranhängt etc. Aber generell auch staatliches Handeln, ich habe das ja in Erfurt, wo ich ab und zu mal im Gespräch bin mit über den Wirtschaftsrat, über SC-Netz mit dir, habe ich ja gesehen, es ist in den einzelnen Fraktionen schon das ein oder andere Konzept, was will ich damit machen, weil es ja Digitalpolitik ist, streut in alle Lebensbereiche rein. Ja? Und ich glaube, ihr habt ja in der CDU-Fraktion auch jemanden, der sich mit dem Thema beschäftigt und da das Konzept schon geschneidert hat. Genau, wir haben einen eigenen Beauftragten für Netzpolitik. Das war eine Idee von mir in der letzten Wahlperiode schon, dass ein junger Kollege das von uns selber macht und damit eigener Ansprechpartner ist. Im Land Thüringen gibt es bei der Landesentwicklungsgesellschaft auch eine eigene Mannschaft, die genau den Breitbandausbau vorantreibt. Und die Leute sind ziemlich fachlich gut versiert. Die brauchen jeweils, das kann ich nur empfehlen, die brauchen auch jeweils in den eigenen Landkreisen immer noch mal einen Ansprechpartner, der den Bürgermeistern hilft, die Fördermittel auszutarieren, auszuloten. Was geht dort vor Ort, mit welchen Netzbetreiber kann man das machen? Das ist, glaube ich, ziemlich wichtig, damit man nicht 50.000 Wege hat, sondern gezielt die Förderung abfassen kann und dann gezielt auch mit einem Ansprechpartner das vor Ort organisieren kann. Das würde helfen. So gesehen ist der Vorschlag richtig. Aber im Land, in der LEG, gibt es diese Bündelung. Es müssen nur in den lokalen jeweils auch Einrichtungen ein Partner sein, der zur Verfügung steht für das Land. Und dann muss natürlich, wie bei jeder strategischen Ausrichtung, auch die Kommune oder die Firma oder wer auch immer sagen, das ist für mich Primärziel, das muss also bestimmt sein. Wer ist das Primärziel, Sekundärziel, Tertiärziel, damit man auch die richtigen Sachen zuerst ausbaut. Nicht, dass ich zuerst die Oberleitung baue und dann mir überlege, wann kommen denn nun Elektroloks oder Schienen, ja, sondern sagen, okay, ich habe jetzt hier eine konkrete Entwicklung, die muss ich auch folgen und man muss dranbleiben, ja, wie immer. Dazu kann man vielleicht noch ergänzen, ich bin ja im Ausschuss für Digitalisierung, digitale Gesellschaft. Und was wir als CDU-Fraktion jetzt für das nächste Jahr vorhaben, ist also eindeutig eine Digitalisierungsstrategie einzufordern vom Land. Da kommt nämlich bis jetzt relativ wenig. Und auf der einen Seite will man natürlich die Netze ausbauen, das ist auch richtig. Und wir haben schon gehört, man könnte sich da noch mehr wünschen, aber wir freuen uns ja schon, wenn es überhaupt flächendeckend vorangeht. Aber auf der anderen Seite, was macht man mit diesen Netzen? Wie geht die Digitalisierung auch im Land voran? Und da hoffen wir natürlich, auch einiges voranzukommen und das werden wir nächstes Jahr dann auch voranbringen, dass wir dann auch selbst unsere Digitalisierungsstrategievorschläge als Ausschuss, als Arbeitskreis für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung einbringen wollen. Jetzt kann man digital wunderbar auch schon auf seinem iPhone Klavier spielen. Besser klingt es aber, wenn es ein Mann macht, der am Klavier steht. Friedrich Rau, kurzes Stück. Ja, vielen Dank, Friedrich. Wir kommen jetzt. Der ist berechtigt. Wir kommen jetzt zu einem Thema, das hier in Ilmenau spielt, Kommunalpolitik und wie die Auswirkungen auf die Kommunen sehr genau hat. Das erfahren wir jetzt in einem Einspieler.
Die Landesregierung will der Stadt Ilmenau im kommenden Jahr 1 Million Euro weniger zur Verfügung stellen. Diese Mittel wurden bisher zur Unterstützung von freiwilligen Leistungen in Kultur- und Sportvereinen oder im Ilmenauer Kleintierpark eingesetzt. Ebenfalls wirken sich derartige Mittelkürzungen auf Öffnungszeiten im Schwimm- und Freibad sowie in der Eishalle aus. Nutzen Sie diese städtischen Angebote? Wie wirken sich die beschriebenen Kürzungen auf Ihren Lebensstandard aus? Nicht gut. Ich meine, Ilmenau ist ja jetzt nicht gerade so eine Riesenstadt und hat eigentlich schon relativ wenig Angebote im Vergleich zu Erfurt und den ganzen anderen Hauptstädten. Und da sollten sie das jetzt nicht unbedingt noch kürzen. Sollte man eher da noch ein bisschen dafür sorgen, dass es... Ja, dass Ilmenau noch ein bisschen attraktiver wird, als es jetzt ist. Gaststätten sterben und diese ganzen kulturellen Einrichtungen, wenn die nicht mehr weniger werden, wird auch das ganze Leben beeinträchtigt. Das gemeinschaftliche Leben und ja doch. Zum Teil, aber wir haben doch so kein Geld. Wo wollen wir denn noch 1 Million sparen? Wir haben doch bloß 1 Million fürs ganze Jahr so ungefähr. Einmal haben wir kein Geld, dann haben wir wieder Geld. Also ich komme da nicht mit. Wir gehen in die Eishalle, Schwimmbad. Das wird ganz toll von uns genutzt. Ja. Und das wäre eigentlich schade, wenn das so eingespart werden muss, dass das alles im Bach runtergeht. Sollte ja auch eine neue Schwimmhalle kommen. Ist ja auch wichtig für die Schulen, für den Schwimmsport. Ne? Denn die Schwimmhalle da drüben ist wirklich nicht mehr viel zu gebrauchen. Also wir sehen, die Ilmenauer nutzen die Angebote schon, die es hier gibt. Und ganz ehrlich gesagt, das Freibad habe ich auch schon mehrfach genutzt. Das ist ein sehr schönes. Was hat es jetzt mit der Schwimmhalle? Da fehlt mir jetzt das Insiderwissen, Andreas Bühl. Was hat es mit der Schwimmhalle auf sich? Ja, wir stehen vor dem Problem. Also ich bin seit 2009 im Stadtrat in Ilmenau. Und wir stehen vor dem Problem, dass unsere jetzige Schwimmhalle, ich glaube 1989, 88 gebaut wurde. Und jetzt der Sanierungsstau so groß ist, dass wir einfach sehr viel Geld investieren müssten und faktisch der Neubau fast genauso teuer ist wie eine Sanierung. Nun versuchen wir, und da ist Ilmenau, glaube ich, nicht schlecht gefahren in den letzten Jahren, Fördermittel für Land für diesen Bau zu bekommen. Nun, man merkt halt schon die ideologischen Auswirkungen der Politik, dass halt die Stadt, ich weiß nicht wieso, vielleicht weil sie einen der wenigen CDU-Oberbürgermeister hat, hinten runterfällt bei der Förderung. Wir kommen nicht rein in das Förderprogramm EFRE bei der Verkehrsministerin. Und somit steht dieses Projekt jetzt auf der Kippe. Und wir hoffen immer noch, dass die Vernunft einkehrt und dass wir dieses Projekt, was wirklich wichtig für die Stadt wäre, umsetzen können, was wirklich eine gute Sache ist, weil es soll in die Nähe der Eishalle kommen und soll damit auch energetische Effekte haben, also sehr energieeffizient. Und das Konzept ist super mit insgesamt 6 Bahnen, 6 Schwimmbahnen und einem Sprungturm und allem drum und dran. Also wären für die Vereine wären das super Bedingungen insgesamt für den Sport hier in Ilmenau. Ja, wir merken, Ilmenau applaudiert nicht nur, Ilmenau hat auch Fragen und die hat Felix Vogt eingefangen. Ganz genau, hier ist nämlich ein junger Mann, der hat eine Frage zu den Kommunalfinanzen. Ja, ich bin Jonas Lepper von der JU Ilmkreis und mich interessiert, was passieren würde, wenn zu der Kürzung der Schlüsselzuweisung jetzt auch noch die Kreisumlage erhöht werden würde. Ich glaube, Andreas ist da ein richtiger Ansprechpartner. Ich würde mal sagen, noch weniger Geld, aber was wären die Ausmaße davon? Was würde das für Auswirkungen haben? Also wir stehen ja erstmal vor der Herausforderung, dass wir jetzt zum ersten Mal einen wirklichen Cut haben, was die Kommunalfinanzen betrifft, nämlich über 1 Million Kürzung. Für die Stadt bei einem Verwaltungshaushalt von 36 Millionen ist 1 Million natürlich schon ziemlich viel. Und wir müssen uns überlegen, was machen wir, wie kürzen wir das Geld weg? Das kam ja in dem Einspieler schon gut raus. Die Stadt leistet sich noch einige freiwillige Leistungen, die nicht mehr selbstverständlich sind. Wir haben Unterstützung für Kulturvereine, wir haben Unterstützung für Sportvereine, wir haben einen Kleintierpark, den wir mitbetreiben. Wir haben das Freibad, die Eishalle, also breite Angebote eigentlich, die nicht mehr selbstverständlich sind. Und nun muss man sich fragen, was passiert, wenn jetzt zusätzlich noch zu der 1 Million natürlich die Kreisumlage dazu kommt, dann wird es noch schlimmer, ja, dann wird es noch schwieriger. Und dann muss man ganz eindeutig sagen, die Öffnungszeiten, die dann eventuell gekürzt werden müssen, die Sportförderung, die gekürzt werden muss, das sind Auswirkungen der rot-rot-grünen Politik im Land. Und das muss man dann auch ganz offen ansprechen, dass diese Leute hier den Lebensstandard der Menschen aktiv verschlechtern. Und da versuchen wir natürlich gegenzusteuern. Das wird in diesem Jahr hoffentlich noch gut gelingen, weil wir noch Rücklagen haben, die wir einsetzen können. Nur das läuft natürlich alles auf Verschleiß. Irgendwann hat man nichts mehr zuzusetzen. Und dann kommt man in die Situation, wie sie andere Städte haben, wie sie Arnstadt hat, wo man jetzt schon
einen Strich machen muss, wo man jetzt schon in Haushaltssicherungskonzepten ist. Professor Schneider, Sie sind häufig in Ilmenau. Was haben Sie für eine Wahrnehmung von Ilmenau? Sagen, Mensch, kulturelles Angebot, Sport, das ist alles soweit in Ordnung, muss unbedingt so bleiben? Ist es zu viel oder könnte es noch ein bisschen mehr sein? Also mehr sein kann es natürlich immer, das ist völlig klar. Aber meine Wahrnehmung bezieht sich natürlich vor allem auf die Universität. Das ist also doch weniger bezogen auf die Stadt selbst. Die Stadt selbst ist für mich sehr angenehm, hat sich ja in den vergangenen Jahren wundervoll entwickelt, wenn man die Fußgängerzone betrachtet und was an kulturellen Angeboten ist. Aber es könnte schon ein bisschen mehr noch sein, Theater, Konzerte und so weiter können hier stattfinden. Aber die Stadt und die Universität müssen noch stärker eine Einheit bilden. Das heißt, Stadt und Universität könnten noch ein bisschen mehr aufeinander zugehen. Und diese wundervolle Universität, um die uns viele in den westlichen Bundesländern beneiden, weil ein Campus entstanden ist, der wirklich beispielhaft ist, der könnte natürlich auch Ausdruck der kulturellen Entwicklung dieser Stadt sein. Und wir wissen ja auch, Studenten suchen sich auch lebendige Städte. Richtig. Und Ilmenau ist einer. Aber das Wichtige, es muss auch eine lebendige Stadt bleiben. Angebote für die Studenten geben, ja. Und eine lebendige Sendung braucht ein lebendiges Publikum. Und das stellt bekanntlicherweise Fragen. Und das ist das Mikrofon von Felix Vogt. Ja, wir haben ja gleich den nächsten jungen Mann. Und der hat eine Frage zu einem Thema, das derzeit in Thüringen wahrscheinlich sehr viele Menschen umtreibt. Und das ist die Gebietsreform. Und da wollen wir mal hören, wie die Frage lautet. Genau. Mein Name ist Philipp Bechmann und ich möchte wissen, was mit Institutionen wie den Ilm-Kreiskliniken oder der Sparkasse Anstalt Ilmenau passiert, falls die Kreisgebietsreform kommt. Vielen Dank. Mike Moring, da Sie in dem Thema ja und wir schon viele Diskussionen geführt haben, die, wo es um die Gebietsreform ging, über Sinn, Haftigkeit dieser Sache, was man aber auch tun muss an Reformen, damit ein Land weiterhin lebensfähig bleibt, damit es aktiv bleibt aber auch. Das sind so die Befürchtungen und die Fragen, die man sich dann wirklich auch stellen muss. Was passiert mit einer Kreissparkasse, mit einem Kreiskrankenhaus, wenn sich die Gebiete vergrößern? Was würde das für Ilmenau bedeuten zum Beispiel? Nee, es treffen ja zwei Themen aufeinander. Die eine Frage vorher, Kommunalfinanzen. Und die der Gebietsreform. Und es ist ja tatsächlich so, wenn man, das tut ja die Regierung jetzt gerade, die Kommunen austrocknet, indem man die 100 Millionen Euro wegnimmt, damit vor allen Dingen auch den kleinen Städten und den Gemeinden im ländlichen Raum Einnahmen entzieht und damit auch die Möglichkeit nimmt, Politik zu gestalten. Wir haben gerade über Breitbandförderung geredet. Wenn ich natürlich alle Fördermittel entziehe, dann habe ich keine Eigenanteile mehr, in Programme hineinzukommen. Und genau das passiert gerade. Und dann werden die Kommunen gezwungen, in größere Strukturen hineinzutreten, die am grünen Tisch entschieden werden sollen. Und tatsächlich, die Frage ist vollkommen berechtigt, weil ich die mir ja auch regelmäßig stelle, was passiert bei einer Kreisgebietsreform? Was passiert mit dem Landratsamt, was passiert mit dem Kreiskrankenhaus? Das ist nicht alles in Frage gestellt. Die Polizeiinspektion, alles, was dazugehört. Und selbst die Struktur der Sparkasse wird dem irgendwann nachfolgen. Wir haben es im Mittelthüringer Raum gesehen. Da gibt es eine große, erfolgreiche Mittelthüringer Sparkasse. Andere Regionen sind einen anderen Weg gegangen. Natürlich ist klar, wenn ich Landkreise bilde und die Linken in der Regierung wollen das von bis zu 300.000 Einwohnern, dann folgen so einer Riesenstruktur, die anonym ist, auch natürlich alle anderen Strukturen in der Raumordnung und der Landesplanung. Und dann fällt die Polizeiinspektion weg, dann fällt die Sparkassenstruktur irgendwann auch weg und verändert sich, das Amtsgericht fällt weg. Und all diese Fragen stehen im Mittelpunkt und die muss man vorher beantworten, bevor man in so eine wilde Strukturdebatte hineingeht. Und in Thüringen ist es halt genau umgekehrt, man macht den zweiten Schritt vor dem ersten. Man redet nicht über Aufgaben, nicht über Standards, sondern man will einfach nur große Einheiten schaffen, weil man sich das ideologisch vor der Wahl vorgenommen hat. Aber ich glaube, es ist der falsche Weg für dieses Land. Und deswegen teile ich viele Sorgen vieler Menschen, die genau diese berechtigten Fragen stellen. Wie wirkt sich das auf unsere kleine Struktur aus? Und wenn man mal ehrlich ist, so eine Kleinstadt, die Kreisstadt ist in Thüringen, die hat doch gar nicht viel anderes als die Kaufkraft der öffentlichen Behörde, die da ist. Und was man machen muss, da haben wir schon oft geredet in der Sendung, ist, man muss interkommunal zusammenarbeiten, man kann bestimmte Aufgaben gemeinsam erledigen. Aber man muss auch mal überprüfen vom Staat, welche Aufgaben, welche Standards hat man sich gegeben, welche kann man wieder runterdimmen. Wenn man das gut macht, spart das mehr Geld ein, als anonyme Großstrukturen zu schaffen. Definitiv.
Ja, vielen Dank an unseren Pianisten Friedrich Rau. Wir waren mit der Kamera unterwegs und haben nach unserem nächsten Thema gefragt. Die Integration anerkannter Flüchtlinge gestaltet sich schwieriger als gedacht. Was meinen Sie? Sollten diese Flüchtlinge die ersten 6 Monate unterhalb des Mindestlohns bezahlt werden, damit sie leichter in den Arbeitsmarkt integriert werden können? Für Langzeitarbeitslose gibt es eine solche Regelung schon jetzt. Nein. Es gibt ein Mindestlohngesetz und dann soll das für alle gelten. Das war's. Die haben uns da damit überfahren, will ich sagen. Ja, ging alles ein bisschen schnell. Wir konnten gar nicht, wie jetzt bei meinem Gespräch, ich konnte gar nicht überlegen, was ich sagen will, aber jetzt weiß es ja doch. Und so ist das auch mit den Leuten, die da gekommen sind. Wir wussten mit den Leuten auch nichts anzufangen, nicht umzugehen. Das ist alles so schnell gekommen irgendwie. Wir konnten uns nicht vorbereiten. Ja? Gut, und jetzt steht der Winter vor der Tür. Die armen Leutchen. Okay. Es gibt ja Leute, die haben ihr ganzes Leben gearbeitet und sind jetzt, was weiß ich, Hartz IV und die kriegen weniger als die Flüchtlinge, die herkommen. Und die kriegen gleich mit einmal so viel. Das finde ich natürlich auch nicht in Ordnung. Nein, weil das immer nur wieder die Deutschen und die Flüchtlinge gegeneinander ausspielen würde. Und so würden die Deutschen dann noch mehr bestärkt werden, wenn sie sagen, die Flüchtlinge nehmen ihnen ihre Arbeit weg. So, der Grund dieser Umfrage war, man hat uns ja am Anfang gesagt, alle, die da kommen, sind hochqualifizierte Arbeitskräfte. Da hat man sich ein bisschen verschätzt. Man will die Leute aber integrieren, da gehört Arbeit einfach mit dazu. Jetzt muss aber ein Unternehmer auch bereit sein, eine Arbeitskraft und eine Arbeitsleistung zu bezahlen. Und da war die Frage, sollte man vielleicht für die Asylbewerber, die in den Arbeitsprozess eingegliedert werden können, aber eben halt auch nur nicht die volle Leistung bringen, dann auch schon diesen Mindestlohn zahlen oder kann es da eine neue Regelung für geben? Wie sehen Sie das als Unternehmer, wenn Sie sagen, ich schaue mich auf dem Arbeitsmarkt um, gucke, da ist jemand, den könnte ich vielleicht anlernen, der könnte in einem Jahr was sein, aber wenn ich ihn jetzt anstelle, Mindestlohn, das ist er mir nicht wert. Wäre es wert, darüber zu diskutieren? Das ist ein Vergleich wie Äpfel gegen Birnen. Dafür müssen jetzt Flüchtlinge halt, das ist natürlich sehr schade. Also grundsätzlich eine Integration von Flüchtlingen dauert mehr als eine Generation, bis man mit denen auf so hochqualifiziertem Niveau, wie ich das vielleicht brauche oder wie der Professor das braucht, entsprechend arbeiten kann. Das heißt, ich kann jetzt nicht erwarten, dass der syrische Flüchtling oder wo auch immer er herkommt, wenn er kein Deutsch spricht, dass er in einem Jahr schon irgendwas tun kann, wo er mir helfen kann. Also deswegen müssen wir hier sehr vorsichtig sein. Die Integration, aber wir haben ein Mindestlohngesetz, damit müssen wir jetzt umgehen. Wir können jetzt nicht schon wieder Ausnahmen schaffen. Das ist nun mal so. Wir können einzig allein das Mindestlohngesetz wieder abschaffen, wenn es sich als sinnlos ergibt. Ja? Das wäre die andere Möglichkeit. Aber es gibt immer eine Menge zu tun in Betrieben, wenn ich Personal brauche. Und wir sind ja auch gerade in einer Zeit, wo wir Personal brauchen, auch für die unterschiedlichsten Arbeiten. Dann muss ich mir das auch ranziehen, wie eine ganz normale Ausbildung. Und dann habe ich die Zeit, dann muss ich mir die Zeit dafür nehmen, weil ich nämlich als Unternehmer planen kann und sagen kann, ich weiß, dass ich in 5 Jahren keinen mehr habe, dann muss ich jetzt anfangen und nicht erst nicht 5 Minuten vorher. Das ist dann zu spät. Dann gefährde ich mein eigenes Unternehmen. Das heißt also, ich muss jetzt mit dem, was da ist, wenn ich damit planen kann, und das ist Planungsstabilität, ja, ist in dem Fall ganz wichtig, dann kann der auch mehr als Mindestlohn verdienen, wenn er die entsprechende Qualifikation hat und ich absehen kann, dass er bis dahin das geschafft hat. Weil es gibt genug zu tun, dass ich ihn dahin führen kann. Ist die Diskussion jetzt gerade die wir unbedingt führen müssen? Was wäre denn schlauer zu tun, Mike Moring, politisch? Wir wollen jetzt keine Generation warten, bis die Leute integriert können sind. Es muss schneller gehen. Ja, man muss sie qualifizieren für den Arbeitsmarkt, aber die meisten muss man qualifizieren für den Ausbildungsmarkt und noch mehr muss man qualifizieren für eine Schulausbildung. Das Screening, was wir in den Landkreisen machen, zeigt, dass 60% ohne Schulausbildung und abgeschlossene Berufsausbildung zu uns kommen. Das ist die Realität. Die ist auch nicht besonders überraschend. Wer aus Kriegsgebieten kommt, kann offensichtlich auch gar nicht in der Lage gewesen sein, eine ordentliche Schulausbildung zu Ende zu bringen. Wenn die Stadt zerbombt wird, geht man nicht in die Schule, sondern schützt sein Leben. Und das ist die Realität der Leute, die zu uns kommen. Und wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht so tun, dass jetzt die ganzen syrischen Ärzte vermeintlich alle zu uns gekommen sind. Aus der lebensfremden Welt sind wir, glaube ich, raus. Und deswegen müssen wir bei denen, die eine dauerhafte Bleibeperspektive haben, bei denen, die anerkannt sind,
und damit auch eine ganze lange Weile bei uns sein werden, dass wir denen helfen, sich zu qualifizieren, auszubilden, Beruf zu machen, vielleicht auch Studium zu machen. Und wenn sie wieder mal in ihre Heimat gehen, dann haben wir eine bessere Leistung vollbracht, weil wir sie qualifiziert haben, wo sie beim Aufbau des Landes helfen können, als wenn wir sie nur an den Sozialtopf setzen und uns aufregend, weil sie 10, 15 Jahre lang aus unseren Sozialkassen Geld bekommen. Das ist der falsche Weg. Und dann setzen wir das Geld lieber richtig ein für die Qualifikation dieser Menschen. Da haben die was davon. Und wir wissen auch, dass wir eine gute Hilfe leisten für die Zukunft in den Ländern, wo sie hergekommen sind. Professor Schneider, wenn ich so die Berichterstattung im Fernsehen sehe, man sieht aber trotz alledem, auch aus den Flüchtlingen gibt es genügend, die Universitäten besuchen, unsere Hochschulen besuchen und dort versuchen, den Anschluss zu finden. Ist das, Sie kennen das aus der Lebenswelt, ist das für die sehr, sehr schwer oder geht das für die doch relativ reibungslos? Also reibungslos überhaupt nicht, weil die ja erstmal die Sprache erlernen müssen. Und Herr Mohring sagte ja eben, dass 60% unqualifiziert sind. Im Umkehrschluss sind 40% haben eine gewisse Qualifikation, aber deshalb sind sie noch nicht studierfähig, sondern müssen erstmal die deutsche Sprache lernen, müssen erstmal, es gibt einen Vergleich, dass bei einem Abschluss der 8. Klasse von Syrienflüchtlingen ein Rückstand von 5 Klassen besteht. Das heißt also ein Wissensniveau der 3. Klasse etwa unter deutschen Verhältnissen. Das heißt also, die müssen erst einmal auf das Niveau gebracht werden, dass sie wirklich studieren können, denn sonst sitzen sie im Hörsaal und verstehen kein Wort von dem dargebotenen Lehrstoff. Dass wir aber das Problem haben, junge Menschen vor allem zu integrieren, das ist, glaube ich, wird, glaube ich, ganz deutlich. Und vor allem, wir müssen aufpassen, dass wir die zweite und die dritte Generation, also der Nachgeborenen, nicht verlieren. Das heißt, wir müssen die besten Lehrer, die wir haben, jetzt eigentlich für die Flüchtlinge zur Verfügung stellen. Andreas Bühl, es gibt ganz praktische Probleme. Wenn man integrieren will, dann irgendwann kommen die Leute aus dem Erstaufnahmelager raus, werden den Kommunen zugeteilt, braucht man Wohnraum. Ich weiß, Ilmenau allein durch die Studenten schon, das ist ein Wohnungsmarkt, der ist in sich ziemlich geschlossen. Ich glaube, großartigen Leerstand gibt es in Ilmenau nicht. Wenn man die Leute aber dann unterbringen will, wie kann man das schaffen? Was gibt es da für Möglichkeiten? Also das Wesentliche ist, was wir auch über die kommunale Wohnungsbaugesellschaft machen, dass man niemanden gegeneinander ausspielen darf. Also ich finde, das Schlimmste ist, was passieren kann, dass eine junge Familie gesagt bekommt, ihr kriegt keine Wohnung, weil da sind schon Flüchtlinge drin. Weil dann bringt man die Leute nur gegen sich auf. Das geht nicht. Wir haben in Ilmenau einen Leerstand von 3% ungefähr. Das ist im Grunde immer nur der Wechsel zwischen jemandem, der nach neu einzieht. Das Großstadtniveau. Also es ist erstaunlich voll. Wir haben ungefähr 30 Wohnungen aktuell für Flüchtlinge. Das ist okay, das ist noch im vertretbaren Rahmen. Und wir haben für die städtische Wohnungsbaugesellschaft beschlossen, und das macht auch die Wohnungsbaugesellschaft, also die Genossenschaft, dass man den Rückbau, der eigentlich geplant war, gestoppt hat. Und das ist, glaube ich, ganz richtig, dass man keinen Wohnraum wegbaut, den man jetzt dringend braucht. Blöcke, die man eigentlich abreißen wollte, lässt man bestehen. Und da lässt man Leute einziehen, auch Studenten. Dann haben wir natürlich auch den studentischen Wohnungsbau auf der anderen Seite. Also man darf keine Gruppe gegeneinander ausspielen. Wir haben zum einen jetzt die Flüchtlinge, einen kleinen Teil. Dann haben wir einen großen Teil Studenten, die wir unterbringen müssen. Und auf der anderen Seite natürlich auch alle anderen, die hier eine Wohnung suchen. Und das muss man versuchen, dass man das alles unter einen Hut bekommt. Und da ist zum einen halt, wie gesagt, Rückbau stoppen, neuen Wohnraum schaffen, studentischen Wohnraum schaffen und auch bezahlbaren Wohnraum bereithalten für die, die sich eben keine neu gebauten Premium-Wohnungen leisten können. Ich kann das ja nicht alles immer an Bürgermeister organisieren und am Ende realisieren. Da muss ja die Politik auch irgendwo, zumindest im Land und dann auch im Bund natürlich, einsteigen und sagen, ja, da haben wir ein Defizit bei einfachen Wohnungen. Da müssen Förderprogramme aufgesetzt werden, da müssen solche Wohnungen geschaffen werden, möglicherweise auch als Neubauten, wenn sie dann nicht mehr da sind. Tut da die aktuelle Landesregierung genug für? Ist dieses Problem schon erkannt? Die aktuelle Bundesregierung tut genug dafür. Man muss ja aufpassen, welchen Tagen man welche Regierung unterstützt. Ich hatte aber, glaube ich, die Bundesregierung erwähnt. Ja, ich weiß. Ja, genau. Ich wollte das sagen, um zu sagen. Wir wissen ja, das Geld, was mal auf dem Wege schnell verloren geht. Ja, genau. Das ist der Punkt. Der Bund hat gerade wirklich ein Wohnungsbauprogramm aufgelegt und will, dass die Kommunen dieses Geld bekommen, damit die diesen Wohnraum schaffen, der knapp ist, was Andreas Bühl gerade beschrieben hat.
Und in Thüringen ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass bei dem Haushalt, der gerade gemacht wird für 16 und 17, dass ein Großteil dieses Geldes des Bundes gar nicht bei den Kommunen ankommen soll, sondern das Land das Wohnungsbaugeld des Bundes, was eigentlich für die Kommunen zur Verfügung steht, dafür nehmen will, um Erstaufnahmeeinrichtungen auszubauen. Klar, ich kann das verstehen, dass das Land dafür sich eine Priorität sieht. Aber wenn jemand drittes Geld gibt und sagt, ich will den Kommunen helfen, dann erwarten wir, dass dieses Geld auch eins zu eins bei den Kommunen ankommt, damit die dann, wenn Integration gelingen soll, dann soll sie nicht im Erstaufnahmelager gelingen, sondern soll sie in den Wohnungen vor Ort in den Städten gelingen. Und da muss auch das Geld dahin fließen. Und wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass bei der Landesregierung der klebrige Finger unterwegs sind, die das ganze Geld des Bundes eher bei sich festhalten, als den Betroffenen vor Ort zu geben. Wir haben Ilmenau gehört. 3% Leerstand, das ist eine Zahl, die kenne ich aus Jena auch. Die Stadt ist eigentlich offen. Wie wird das in Jena realisiert? Oh, da bin ich jetzt eigentlich ganz raus, weil mit Kommunalpolitik in Jena bin ich nicht so konfirm. Die Frage für mich in dem Punkt ist, wenn wir jetzt Geld auflegen für Wohnungsbauprogramme, wann ist denn die Wohnung fertig? Ist denn dann der Flüchtling noch da oder ist der schon ganz woanders? Das ist wieder so eine Sache, wo ich mit Geld um mich schmeiße und denke, eine Lösung zu finden, anstatt mal nachzudenken, wie kann ich es denn anders machen? Ja? Ich habe teilweise entvölkerte ländliche Gebiete. Wenn ich diesen Flüchtlingen eine Idee oder eine Perspektive in so einem ländlichen Gebiet gebe, wo Wohnraum leer dasteht, in Bergdörfern Thüringen oder Nord- oder Ost- oder Westthüringen, was auch immer, ja, hört sich jetzt platt an. Aber es ist ja nicht der einzige Schritt. Wenn ich das als gesamtes Konzept denke, ja, wo die Digitalisierung mitspielt, dann ist es egal, wo ich wohne, weil ich nämlich den Anschluss an die Welt über das Internet habe. Das ist wichtig. Und das haben wir ja auch bei den Flüchtlingen gesehen. Die kommen mit einem Smartphone. Die machen ihre Flucht mit einem Smartphone. Das muss man sich vor 3 Jahren mal vorgestellt haben. Das heißt, wenn wir in dem Kontext denken und Geld in diese Ströme fließen, dann ist das Geld richtiger angelegt, als wenn wir das in Beton gießen und in 3 Jahren wieder einen Wohnungsleerstand haben, weil die Flüchtlinge nämlich immer ganz woanders sind. Auch Professor Schneider hat vorhin einen sehr, sehr wichtigen Satz gesagt. Integration braucht auf alle Fälle die deutsche Sprache und dafür sollten wir die besten Lehrer, die wir haben, einsetzen. Jetzt wissen wir, dass wir in diesem Land ein ganz großes Lehrerproblem haben, schon für die Schüler, die bisher da waren, dass viel Unterricht ausfällt. Ich habe mal geschaut, es gibt so unterschiedlichste Zahlen. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft sagt, wir brauchen zusätzlich 1000 Lehrerstellen. Jetzt weiß ich nicht, was die Politik sagt, aber da kommt auch aus jeder Partei eine andere Zahl. Sie kennen sich damit bestens aus. Und was wird am Ende Realität sein? Weil das können Sie wahrscheinlich auch am besten zuordnen, Herr Mori. Ja, ja. Bei der rot-rot-grünen Landesregierung streiten sich die Parteien unterschiedlich, wie viele Lehrer sie einstellen wollen. Was wir vermissen, ist der Denkansatz einen Schritt vorher, nämlich wie viele Kinder aus den Flüchtlingen sind davon schulpflichtig. Und wer kommt in die Schule? Und wir haben jetzt mehrmals nachgefragt, der Andreas kann das nochmal sagen, weil er auch im zuständigen Ausschuss ist, und die geben uns keine Antwort, die wissen es nicht. Sie wissen nicht, wie viele Flüchtlinge in diesem Land sind und sie wissen nicht, wie viele davon schulpflichtig sind. Aber das ist die Voraussetzung, bevor ich über die Zahl der notwendigen Lehrer rede. Ich teile Professor Schneiders Ansicht, wir brauchen da wirklich die gut Qualifizierten dafür. Muss ich erst mal wissen, wie viele Kinder wollen in die Schule gehen und sind schulpflichtig. Wie viel muss man vorher erstmal auch die deutsche Sprache beibringen? Wir haben ja dann vorgeschlagen, dass man das in getrennten Förderklassen organisiert und nicht gleich die Schulklassen überfordert. Das mag in der Grundschule noch ein bisschen was anderes sein, aber die älteren Jugendlichen muss man erstmal sprachfähig machen, bevor man sie in den normalen Unterricht setzt. Dafür braucht es eigene Förderklassen dafür. Und da muss man wissen, wie viele Kinder kommen in die Schule. Und da muss man die Lehrerzahlen dafür natürlich vorhalten. Aber in der Reihenfolge erstmal mal weiß, wer kommt eigentlich wirklich und wer ist auf welchem Leistungsniveau eigentlich ausgestattet. Das fehlt. Wir sagen seit Jahren als Landtagsfraktion der CDU, wir wollen, dass die besten Absolventen auch im Lehramt in Thüringen bleiben und eine Perspektive bekommen. Wir sehen immer regelmäßig, wir bilden die jungen Menschen aus und dann ziehen sie in den Westen, weil sie da ein besseres und schnelleres Angebot bekommen. Und die ganzen Debatten um die Qualifikation von jungen Leuten, die stellt sich gar nicht, wenn wir die Besten, die einfach hier ausgebildet sind, ein Angebot machen und halten. Und das erwarte ich von dieser Landesregierung, dass egal, ob sie Steuerangestellte ausbildet, ob sie Polizisten ausbildet, ob sie Juristen ausbildet oder ob sie Lehramtsstudenten ausbildet, sie muss den besten Absolventen eines jeden Jahrgangs ein verbindliches Angebot, ein schnelles machen, damit die alle in Thüringen eine Perspektive haben und dann kommt alles andere danach. Und das vermisse ich und das muss kommen. Also kann ich fast dabei ausgehen, dass diese ganze Diskussion um mehr Polizisten, mehr Lehrer auch ganz schön naiv ist, weil man irgendjemanden einstellen will, von dem man gar nicht weiß,
ob er diesen Beruf ergreifen will und ob er am Ende letztendlich auch hier in Thüringen bleiben möchte und ihn hier ausüben will oder nicht einfach woanders ausüben. Dass man am Ende eigentlich sagt, wir brauchen 300 Lehrer, man kriegt sie gar nicht, weil die gar nicht auf dem Markt sind. Ja, beziehungsweise wenn man zu spät hinterherhängt, das ist eine langfristige Perspektive, die man machen muss, das spielt schon eine Rolle. Und man muss natürlich tatsächlich, Fargus Pauli hat ja recht, viele von den Flüchtlingen ziehen auch weiter. Man muss auch, deswegen ist ja die Frage sozusagen, dass man erstmal erfasst, wie viele sind wirklich da, natürlich spielt auch eine große Rolle, da muss man sich vorbereiten, aber das braucht halt ein konzeptionelles Handeln. Wenn man überfordert ist und sagt, alle rein, dann ist die Welt in Ordnung, das reicht halt nicht aus, das ist ein zu einfacher Ansatz, der sozusagen der Realität nicht gerecht wird. Ich glaube, ein Thema, das hier auch in Ilmenau diskutiert wird, in der Stadt, und wenn es in der Stadt diskutiert wird, dann sollte es hier natürlich bei diesem Forum erst recht diskutiert werden. Ich gebe an Felix Vogt ab. Ja, genau. Das Flüchtlingsthema ist auf jeden Fall auch bei den Rückmeldungen, die wir bekommen auf unseren Internetseiten und sozialen Medien, ein Riesenthema. Und dazu richtet sich auch die Frage hier aus dem Publikum. Hallo, André Heusen. Ja, das Flüchtlingsthema ist natürlich ein Riesenthema, wird überall in der Politik diskutiert und es wird überall viel diskutiert, wie kann ich es begrenzen, die Flüchtlinge. Ist es am Ende doch nötig, dass Deutschland einen Zaun um sich baut? Die Frage war, ob es nötig ist, dass Deutschland einen Zaun baut. Ich habe sie verstanden. Ich weiß nicht, ob sie der Moderator verstanden hat. Auch? Ja, aber ich muss ja nicht beantworten. Das stimmt, aber ich könnte es nicht beantworten. Oder würde ich, und ich glaube auch der Saal und das ganze Forum, darum bitten. Okay, sehr gut. Nein, tatsächlich ist es ja das große Thema, was Sie gefragt haben, nämlich wie begrenzt man die Flüchtlingszahlen? Was muss man tun? Ich selber war im Libanon, ich will nicht lange reden davon, aber ich wollte meinen eigenen Eindruck machen, was muss man vor Ort machen, um den Flüchtlingen dort vor Ort eine eigene Perspektive zu geben. Und mir fällt einfach auf, in allen Debatten, dass wir die Flüchtlingsorganisationen dieser Welt in Jordanien, im Libanon, auch in der Türkei alleine lassen. Und dass wir nicht genug Geld mitgeben, damit die Flüchtlinge in den Camps, wo sie seit 2, 3, 4 Jahren schon zu Hause sind, eine Perspektive eröffnen. Und wer dort gar keine Perspektive mehr hat, wer sozusagen im Elend zu Hause ist und mit 13,50 Dollar im Monat leben soll, der wird sich aufmachen, wenn er das irgendwie kann. Und der wird nach Europa gehen und der wird der Sozialsystem-Sogwirkung auch Deutschlands erliegen und macht sich auf und nimmt diesen beschwerlichen, ungewissen Weg auf die Schultern, weil er sagt, alles ist besser als das Elend, in dem ich hause. Und deswegen muss man zuallererst die Flüchtlingsorganisationen besser ausstatten und denen helfen. Dann werden auch eine ganze Menge Leute, die zwar aus ihrem Heimatland geflohen sind, aber sie nicht den Weg nach Europa aufmachen, wenn sie eine Perspektive sehen. Und darum geht's. Und die Perspektive beinhaltet eben auch, selbst im fremden Land, Schulausbildung. Deswegen muss man auch UNICEF helfen, die eine Menge Schulen aus dem Boden stampfen. Das ist, glaube ich, die Perspektive. Und der andere Schritt ist der, den Angela Merkel versucht. Man muss mit der Türkei eine Lösung finden, dass die türkisch-griechische Grenze wieder strikter geschützt ist. Und erst dann gibt es die Fragen nach Europa und nach dem Schutz sozusagen der EU-Außengrenzen. Aber man kann viel mehr erreichen, an Millionen Flüchtlingsstrom begrenzen, wenn man den Flüchtlingsorganisationen hilft und wenn man mit der Türkei eine Lösung findet für den Schutz der Grenze Richtung Griechenland. Und da ist eine Menge offen geblieben in den letzten Jahren. Man muss ehrlicherweise sagen, wir haben uns alle nicht darum gekümmert. Es hat uns alle nicht interessiert. Wir haben die Tagesschau angeschaut und haben gesehen, in Syrien ist Krieg, okay. Wir haben gesehen, Millionen Menschen sind auf der Flucht, haben auch okay gesagt. Und haben uns nicht interessiert und haben uns erst dann dafür interessiert, und waren sozusagen in die Debatten eingetreten, nachdem die Menschen alle bei uns vor der Tür standen. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, auch wieder den Blick zu öffnen für die Probleme, die dort vor Ort herrschen. Wenn man den dort wieder Frieden herstellt und da vor Ort hilft, dann haben wir hier eine Menge Probleme auch bei uns mitgelöst, aber den Menschen trotzdem auch eine Lebensperspektive gegeben. Ich würde die Frage mal weitergeben. Herr Pauli, die Frage war, Grenzzäune ziehen und das Problem ist gelöst. Die Tschechen haben es für sich so gelöst, für ihr Land. Aber ist das eine Lösung in heutigen Zeiten noch? Weil Sie sind so ein bisschen der Querdenker und sehen das übers Netz ganz anders. Hm? Richtig. Ich kann mir nie wieder in meinem Leben vorstellen, dass es in Deutschland eine Mauer gibt. Das ist für mich, wir debattieren hier. Und das sind teilweise Leute, die in Demonstrationen in Leipzig und Dresden das skandieren, die vor 25 Jahren an derselben Mauer gerüttelt haben. Nur die stand woanders. Jetzt bauen wir wieder eine Mauer und grenzen uns selber ein. Wie intelligent ist das denn? Das ist die erste These. Ja, wie intelligent ist das? Das Thema Flüchtlingstrecks ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Wir haben es vor 25 Jahren selbst erlebt, nach Ungarn, nach Österreich. Wenn man sich die Bilder von damals anguckt, das gleicht sich heute. Ja? Wie haben wir das denn selbst gelöst, das Problem?
Und es löst sich dann auch. Das haben wir gesehen, wir haben es selbst forciert und miterlebt. Das nächste ist, es gab vor einmal einen ARD-Film in den 90ern, nicht der große Dreck. Das ging darum, und dasselbe Thema, in Afrika ist eine Katastrophe und es gibt in Deutschland Politiker, die sagen, kommt ruhig her, ist genug für alle da. Und dann wird filmisch verarbeitet, was dann passiert, wie die dann plötzlich sich aufmachen, eine lange Schlange über den Kontinent bilden. Nichts anderes ist heute. Das heißt, mit dem Thema haben wir uns eigentlich schon öfter beschäftigt. Wir müssen das, was wir da, womit wir uns beschäftigt haben, jetzt langsam mal umsetzen. Natürlich kommen Flüchtlinge immer nur zu Hunderten, weil es ja ein Bruch ist, den die erleben und dann alle weg sind. Ja? Und wir müssen damit klarkommen, dass wir das nur Schritt für Schritt lösen können. Wir müssen hier Prioritäten setzen, wie die liebe Kollegin das schon vorhin aus dem Stadtrat Ilmenau gesagt hat, auch wie beim Netzausbau. Ich muss Prioritäten setzen, dass ich sie verteile, dass ich damit arbeite, integriere etc. Aber es muss nicht unser politisches Tageshandeln tagtäglich bestimmen und so bestimmen, dass wir zu nichts mehr handlungsfähig sind und wie ein Kaninchen auf eine Schlange starren. Das kann nicht sein. Ja? Wir haben das mehrfach gemacht. Wir schaffen das wirklich, aber wir brauchen etwas Zeit dafür. Und wir brauchen kluge Köpfe wie Mike, der auch ein Konzept dafür zu haben scheint. Ich frage mal, wir haben es noch erlebt, die Grenze. Ich habe in Mühlhausen gewohnt, sehr nah an dieser Grenze. Ich war jetzt am Wochenende zum Beispiel in Tschechien. Ich habe noch nicht mal mehr bemerkt, dass ich über eine Grenze fahre. Richtig. Andreas, Sie sind in der Zeit groß geworden, da war ich schon... Da war die schon weg. Da war diese Grenze schon Geschichte. Können Sie sich das noch mal vorstellen? Zäune in Europa? Grenzzäune, Grenzkontrollen? Ja. Ich will vielleicht vorher noch was sagen zu der Frage, die wir davor hatten mit den Lehrern. Ich finde das richtig, was der Herr Schneider gesagt hat. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich wünsche mir auch aus Sicht des Bildungsausschusses gute Lehrer für alle Schüler, nicht nur für die Flüchtlinge, sondern unser Ziel muss es sein, auch wie die Frage davor schon bei den Wohnungen, niemand darf das Gefühl bekommen, dass er diskriminiert wird, dass er schlechter gestellt ist als jetzt durch diese neue Situation, die sich ergibt. Und das ist bei den Lehrern genauso. Und wenn wir Lehrerbedarf sehen, und den sehen wir rundherum, dann müssen wir versuchen, diesen Lehrerbedarf zu decken. Und das haben wir ja auch in unser Wahlprogramm letztes Jahr schon reingeschrieben gehabt, dass wir 2.500 Lehrer bis zum Ende der Legislatur fordern, um diesen Bedarf zu stillen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Ministerin zwar jetzt neue Stellen einstellt in den Haushaltsplan, aber diese Stellen gar nicht decken wird oder decken können wird mit den Stellen, die wir eigentlich brauchen. Denn wir brauchen ja gerade in den naturwissenschaftlichen Bereichen Leute und die wird man auf dem Markt gar nicht so finden. Von daher ist es eine Luftdiskussion, die wir führen um diese neuen Positionen, weil man kann zwar Stellen in den Haushalt schreiben, man wird aber die Personen dafür gar nicht finden. Und das ist sehr, sehr schwierig. Da fragen wir jetzt jedes Mal in jedem Ausschuss nach. Wir haben das als Dauerpunkt aufgerufen, diese Flüchtlingssituation. Und das, was man hört, ist wenig befriedigend. Das vielleicht nochmal zu dem Thema davor, zu dem Thema Zäune. Ich will es mir gar nicht vorstellen, dass wieder Zäune durch Europa gehen. Wir müssen es schaffen, dass wir diesen Strom abschwächen, so wie das der Mike auch schon gesagt hat, durch die Sachen, durch die Möglichkeiten in den Ländern direkt. Denn wenn die Leute erstmal bei uns sind, dann müssen wir uns um sie auch kümmern. Dann ist diese Obergrenzendiskussion, natürlich gibt es eine rein praktische Obergrenze, was wir betreuen können. Aber wenn die Leute einmal hier sind, dann müssen wir uns dem erstmal stellen und dann kriegt man sie auch nicht so leicht wieder zurück. Ich habe selbst ein halbes Jahr in dem Bereich gearbeitet. Wenn die Leute erstmal hier sind in unserem Verwaltungsapparat, dann ist es sehr, sehr schwierig, da wieder eine Rückführung zu erzielen aufgrund der Gegebenheiten, die da sind. Wenn die Leute nicht ihren wahren Namen angeben, einen anderen Pass haben, vielleicht gar keinen Pass haben, ist es sehr, sehr schwierig. Wir müssen es also schaffen, in diesen Ländern eine Verbesserung zu erzielen, sodass sich gar nicht mehr so viele Menschen zu uns auf den Weg machen. Und wir müssen vor allen Dingen unsere Außengrenzen so sichern, dass wir es auch schaffen, dass nicht mehr alle unkontrolliert zu uns einströmen können, sondern dass wir dann eine Kontrolle wieder über die bekommen, die hierher kommen. Professor Schneider, Sie haben hier unsere... In unserer Runde sicherlich die meiste Lebenserfahrung. Ist für Sie noch mal vorstellbar, so eine Welt, die sich komplett für alle geöffnet hat, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, dass die sich jetzt wieder rückwärtsgewandt anfängt, wieder Zäune zu bauen, Zölle zu erheben, Kontrollen durchzuführen und sowas? Ist das in Europa noch machbar? Hier war eine Frage. Nein, ich denke, also ich selbst bin nach der Wiedervereinigung durch ganz Europa gereist. Und habe festgestellt, dass Europa im Grunde genommen ein einheitlicher Kulturraum ist. Man kann vom Baltikum bis nach Portugal, findet man gleichartige Baustile. Wir alle kennen die Literatur, wir kennen die Musik all dieser Länder. Das heißt, Europa ist ohnehin ein einheitlicher Kulturraum. So,
Sollte man, die Frage geht ja aber ein wenig dahin, sollte man Europa abschotten und um Europa herum Zäune bauen? Und ich glaube, das ist in unserer heutigen globalisierten Welt überhaupt nicht mehr möglich. Die Flüchtlingsströme, und das ist ganz wichtig, was Herr Moring vorhin sagte, die Flüchtlingsströme werden wir nur ein wenig eindämmen, wenn wir in den Ländern, wo die Flüchtlinge herkommen, vernünftige Bedingungen schaffen und im Umkreis der Länder, dass die Menschen dort Hoffnung haben, dass sie irgendwann in ihr Land zurückkehren können. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auf der anderen Seite, das ist ein mehrdimensionales Problem, auf der anderen Seite müssen wir uns aufgrund einfach des Wohlstandsgefälles darüber im Klaren sein, dass auch in Zukunft große Anzahlen von Flüchtlingen zu uns kommen werden. Und wir müssen das Problem der Integration schaffen. Wir müssen sie erziehen, wir müssen ihnen Arbeit verschaffen. Das sind die beiden wichtigsten Fragen. Und wir müssen sie mit unserem Wertesystem vertraut machen. Sie dürfen nicht ihr Wertesystem, das etwas anders aussieht, keine Gleichberechtigung der Frau, keine demokratischen Prinzipien, Gewalt als Problemlösung, das alles findet bei uns nicht mehr statt. Das müssen wir ihnen von Anfang an vermitteln, vom ersten Tag an. Ich glaube, dann können wir diese Probleme in den Griff bekommen. Vielen Dank für die klaren Worte. Man überlegt ja im Leben immer, was verbindet. Am Ende ist es dann die Musik und davon hören wir noch ein paar Takte von unserem Pianisten Friedrich Rau. There comes a time when we hear the certain call, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend their hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone will somehow make a change. We are all part of God's great big family, and the truth to know is all we need. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. We are the world, we are the children, we are the ones to make a better day. So let's start giving. There's a choice we're making, we're saving our lives. It's true, we'll make a better day, just you. Unser Friedrich Rau, Berufsbezeichnung Schauspieler und Musiker. Und wenn einer Schauspieler und Musiker ist, dann wird er meistens Musicalstar. Das hat bei Friedrich auch wunderbar funktioniert. Er ist in vielen, vielen Musicals zu sehen. Hätte beinahe sogar Phil Collins überzeugt, sein Tarzan zu werden. Ist damals, glaube ich, Zweiter oder Dritter geworden bei diesem Live-Casting. Und wenn Sie nachts um 0 Uhr auf Landeswelle Thüringen die Thüringen-Hymne hören, er hat es komponiert, ich habe den Text dazu geschrieben. Ja. Und was auch eine gute Tradition war, immer bei
unserer letzten Sendung vor Weihnachten und Neujahr, dass wir Bilanz gezogen haben über das politische Handeln im Land. Das konnten wir meist in Eigenregie machen und sagen, was haben wir geschafft, was haben wir nicht geschafft, was sollen wir im nächsten Jahr tun. Jetzt sagen wir eher, was müsste noch getan werden. Und dazu waren wir auch mit der Kamera hier in Ilmenau unterwegs. Welche Bilanz ziehen Sie nach einem Jahr der rot-rot-grünen Regierung? Ja, ich sag mal, so richtig viel erreicht hat er nicht, der Herr Ramelow, außer dass er halt ein bisschen hier und da profiliert. Aber wirklich, mein Geschmack hat damit nicht getroffen. Ich denke hier, es klappt eigentlich ganz gut mit ihrer Zusammenarbeit. Gell? Sie streiten sich nicht so viel wie im Bundestag. Ja. Stark angefangen, schwächelt ein bisschen. Ja, und mein Fazit? Ja, es weiß niemand von gar nichts, nichts. Und ja, uns fehlt ein ganz charismatischer Anführer wie JFK oder irgendein, weiß ich nicht. Ja, irgendjemand, der ganz charismatisch uns durch alle Stürme und Wogen führt. Das wäre echt toll. Also ich bin zufrieden eigentlich mit allem. Warum? Ja, weil es mir nicht fehlt. Ich bin zwar Rentner, aber braucht man sowieso weniger. Und da gewöhnt man sich an alles. Also ich möchte mich als Rentner nicht an alles gewöhnen. Ich möchte alles haben, auch als Rentner. Aber die eine junge Frau war auch interessant, die sagt, wir brauchen einen charismatischen Ministerpräsidenten. Einer, dem auch alle, wo man sagt, jawohl, der vertritt unsere Meinung, das ist derjenige, der es kann und der am besten noch so ein bisschen ist wie JF Kennedy. Mike Moring, wäre das nicht was? Könnten Sie nicht diese Rolle ausfüllen oder würden Sie nicht gerne ausfüllen? Nein, die nächste Wahl ist ja erst 2019 und bis dahin müssen wir erstmal gute Arbeit machen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, aber ich habe schon Verständnis dafür, weil viele Leute sagen, sie wollen schon jemanden haben, der ihnen auch als Leuchtturm fungiert, der eine Orientierung gibt, der verlässlich ist, der aber auch einen Rahmen setzt und eine Leitplanke mitgibt und nicht der sozusagen gefällig danach redet, was das Publikum gerade hören möchte. Und in der jetzigen Regierung ist es halt so, dass da einer in der Sonne steht und die restlichen Kabinettsmitglieder stehen alle im Schatten und er sagt jedem Publikum, was gerade gefällig ist und den nächsten Tag sammeln die Fachminister das wieder ein. Ich glaube nicht, dass so Politik gut funktioniert und deswegen habe ich Verständnis dafür, wenn man sich nach einem anderen Ministerpräsidenten umschaut und die nächste Wahl ist 2019 und da werden wir, denke ich mal, wenn wir das gut gemeinsam machen als Christdemokraten, haben wir auch eine gute Chance, wieder zurück in die Verantwortung zu kommen. Herr Pauli. Sie sind Medienunternehmer und wissen auch, was Menschen eigentlich immer so wollen und auf was sie besonders Wert legen. Was müsste denn ein neuer Ministerpräsident haben, damit er von den Menschen gewählt wird und das Vertrauen genießt? Also ein neuer Ministerpräsident oder neue Ministerpräsidentin muss auf jeden Fall eins haben, eine sehr gute Mannschaft. Weil es nützt nichts, wenn einer in der Sonne steht und das Team dahinter Bockmist baut. Ja? Wir haben das beim ZDF gesehen, bei Wetten, das gibt es nicht mehr. Warum? Weil zwar einer gut in der Sonne stand, aber das Team dahinter nicht passte. Und das Publikum merkt sowas. Ja? Und es ist hier genauso, Ramelow kommt gut rüber in den Medien, kann man nichts sagen, weil er vielleicht dem einen oder anderen nach dem Barte spricht, aber die Mannschaft dahinter, welche Qualifikation hat die? Ja? Und wenn ich keine Mannschaft dahinter habe und keine Programmatik dahinter, dann habe ich auch nichts, was ich senden kann. Ja? Dann mache ich mal 5 Minuten Show, aber das Publikum guckt irgendwann hinter die Kulissen. Das ist einfach so schlau. Man kann das nicht für dumm verkaufen. Und ich muss entweder ständig an mir arbeiten oder ich muss von vornherein das All kalkulieren und sagen, ich brauche gute Leute in meiner Regierung, ich brauche Fachleute, ich brauche keine Technokraten, ich brauche auch vielleicht nicht unbedingt charismatische Leute, aber es ist immer ein Mannschaftssport, weil ich ja die vielen, vielen, vielen Regionen mit ein integrieren muss. Ja? Nur dann wird das Ganze zum Wohle des Landes was. Nur dann, wenn ich eine gute Mannschaft habe, mache ich ein gutes Programm. Ja? Das ist wie beim Fußball. Ein einzelner Ronaldo lohnt sich nicht oder nützt nichts, wenn ich den Rest nur SV Meuselwitz da habe. ZFC. Oder die, ja. Ich frag mal Andreas Bühl. Man trifft sich ja in der Landtagskantine und da trifft man ja auch mal die Kollegen der anderen Fraktionen. Das, was hier gerade gesagt wurde, ist das so, dass dort einer ist, der die Sonne genießt, aber all die anderen, die dort zu den Fraktionen gehören, zu den Fachbereichen, ja, nicht genügend Wertschätzung abbekommen? Äußern die das auch schon mal bei einer Tasse Kaffee, beim Glas, na, Bier wird es in der Landtagskantine nicht geben, aber doch bei einer guten Tasse Kaffee?
Unterschätzen Sie die Landtagskantine nicht? Gut, manches lässt sich mit Bier auch nur ertragen. Aber also ich kenne es ja von der letzten Legislatur nur als Außenstehender. Und da hat man viel Kritik vernommen, wie das so intern funktioniert hat. Wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, könnte man ja den Eindruck gewinnen, noch, es läuft alles eigentlich ganz gut. Ja. Wenn man aber intern hört, wie das untereinander zugeht, dann ist es schon so, dass gerade Grüne und auch SPD sich oft vor den Kopf gestoßen fühlen, weil nämlich der Ministerpräsident einfach nach vorne geht und irgendwas sagt, ohne das mit den anderen überhaupt abgesprochen zu haben. Und das sorgt natürlich intern für Streit, weil einfach Fakten geschaffen werden, ohne dass man überhaupt mit den Koalitionären spricht. Natürlich ist das alles zusammengehalten von dem gemeinsamen Willen, die Macht und die Posten zu erhalten, sicherlich. So dass man das noch nicht so nach außen hört. Nur man hört in verschiedensten Punkten, und wir hatten es ja bei uns im Ausschuss mit dem Bildungsfreistellungsgesetz nicht so, aber mit dem Gesetz für die freien Schulen schon viel deutlicher, wo die Grünen sich viel mehr gewünscht hätten und nicht bekommen haben und da sehr, sehr sauer auf die Linken waren, dass man ihnen da nicht so entgegengekommen ist, sodass man den Unmut intern schon hört, aber er scheinbar noch nicht so nach außen dringt, wie wir uns es vielleicht wünschen würden, wo wir vielleicht einen dichteren Blick auf die Sachen haben. Also wenn ich so als Journalist manchmal auf Frau Tauber schaue und auch auf Herrn Poppenheger, glaube ich, dass sie sich auch manchmal an Zeiten zurückerinnern, die im letzten Jahr oder vor dieser Zeit waren. Professor Schneider, Sie sehen das so ein bisschen manchmal aus der Entfernung, manchmal sehr, sehr nah, auch aus Ihrem Fachbereich, Hochschulen. Was ziehen Sie für eine Bilanz dieses ersten Jahres R2G? Ich sage immer, eine Landesregierung oder ein Land ist wie ein Tanker. Der fährt erstmal, auch wenn das Ruder umgesteuert wird, erstmal noch lange in die gleiche Richtung. Das heißt also, die gegenwärtige Landesregierung zehrt auch ein wenig von den Dingen, die vorher vielleicht positiv gemacht wurden. Aber das, was Herr Pauli sagte, Regierung ist ein Mannschaftsspiel. Aber vorn dran muss natürlich eine charismatische Figur stehen, die in der Lage ist, das zu vermitteln. Und was ich vermisse in der gegenwärtigen Regierung ist, wir haben vorhin über Digitalisierung, langfristige Programme gesprochen. Ein Ministerpräsident und eine Regierung eines Landes kann doch nicht nur auf die nächste Wahl schauen, sondern muss darüber hinaus ein langfristiges strategisches Programm haben und muss in der Lage sein, dieses langfristige strategische Programm auch an die Bevölkerung des gesamten Landes zu vermitteln. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Bevölkerung spürt, hier ist eine langfristige Entwicklung im Gange für das Wohl dieses Landes. Und das vermisse ich bei der gegenwärtigen Regierung. Professor Schneider, wir möchten die Runde nicht mit einem politischen Thema beenden. Wir sind in der Vorweihnachtszeit, man kann so ein bisschen Rückbesinnung machen, freut sich natürlich aber auch auf das, was in den nächsten Tagen so kommt. Was ist für Sie das Schöne an Weihnachten? Das Schöne an Weihnachten ist die Vorfreude nach diesen langen dunklen Abenden, die jetzt bis zum 20., 21. Dezember noch andauern. Und dann das Licht, das aufgeht, das Licht der Hoffnung auf den Frühling, auf das neue Jahr und hoffentlich auf ein erfolgreiches Jahr, auch für das Land. Wir danken Ihnen für Ihre Beiträge heute mit einem herzlichen Applaus hier aus Ilmenau. Andreas Bühl, die Frage geht natürlich auch an Sie, als Ilmenauer, der hier zu Hause ist. Was ist das Besondere für Sie an dieser Weihnachtszeit, das, was jetzt so beginnt und aufkommt? Also für mich ist erstmal das Schöne, auf was ich mich freue, jetzt nach über einem Jahr, der ich ja der Fraktion angehören kann. Ich wusste ja, dass es viel Arbeit wird und es ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Arbeit geworden. Ich mache es gern und ich glaube, wir sind ein gutes Team, auch mit vielen jungen Leuten und mit dem Mike an der Spitze. Das ist schon eine gute Sache, aber ich freue mich jetzt auch drauf, dass es mal ein paar ruhige Tage gibt, weil es wirklich jetzt, wir haben jetzt zwei Haushalte in der Diskussion, einen haben wir verabschiedet dieses Jahr, jetzt kommt der nächste Doppelhaushalt. Es sind unheimlich viele Termine, es ist unheimlich stressig und jetzt ist einfach die Zeit gekommen, um auch sich mal auf die Familie zu besinnen, um gemeinsam mal ins Weihnachtskonzert zu gehen und einfach mal auch nichts von Politik zu hören für zwei Wochen. Das ist einfach, glaube ich, das, auf was ich mich dann freue. Ja. Andreas Bühl, unser Kandidat aus Ilmenau. Vielen, vielen Dank.
Herr Pauli, als Unternehmer hat man zum Jahresende ja auch eine ganze Menge erstmal noch zu tun. Jahresabschluss und solche Dinge und schon mal den Blick aufs nächste Jahr werfen. Trotz alledem ist es die Weihnachtszeit. Ist das auch in der Medienwelt, in der Sie sind, eine besinnliche Zeit oder bleibt die Hektik da erhalten? Die Medienwelt ist immer auf Draht sozusagen, weil wir liefern ja explizit Unterhaltung für die Weihnachtszeit oder für alle anderen Zeiten, wo sich andere ausruhen wollen. Deswegen ist da eine gute Planung notwendig, dass man sich daran nicht aufreibt und dass man dann auch die Ruhe genießen kann. Oder man hat andere Momente, wo man sich auf Weihnachten freut. Ich zum Beispiel habe 3 kleine Jungs zu Hause, so Tick, Trick und Track mäßig. Also die benehmen sich auch so und graben ab und zu mal das Wohnzimmer um. Und wenn ich dann Weihnachten oder in dieser Zeit, wenn morgens der Adventskalender geöffnet wird, so ein selbstgebauter von meiner Frau mit so kleinen Figürchen etc. und Schokolade, und die stehen davor und haben solche großen Augen. Ja? Und das ist der Moment, wo man da genau dafür mache ich das, genau dafür tue ich mir das an, genau dafür gebe ich gerne 24/7 alles, für diesen einen Moment, egal, dann ist jeden Tag Weihnachten. Vielen Dank für Ihre Beiträge, das ist der Applaus für Fabius Pauli. Bei Mike Moring traue ich mich fast nicht zu fragen, da wir jetzt in guter Tradition auch immer ein Weihnachtsinterview noch durchführen, genau. Und er da schon viele Dinge verraten hat, gerade so aus dem familiären Bereich. Manchmal denke ich schon, ich bin bei euch Heiligabend mit am Tisch. Es gibt in Apolda Fleischsalat. Ja, während wir ein Geschenk mehr kaufen. Und Apolda-Bier wahrscheinlich. Aber was ist das Besondere, Mike Moring, für Sie an dieser Zeit, die jetzt aufkommt? Ja, ich glaube, wie für viele, dass die Sehnsucht nach Ruhe, das ist tatsächlich so. Ich meine, irgendwie ist High Life bis zu den letzten Arbeitstagen. Ich meine, wir machen im Land jetzt noch einen Doppelhaushalt. Andreas hat es gesagt, wir haben noch einen Bundesparteitag. Wir sind noch völlig die Tage voll bis kurz vor Heiligabend, und dass dann irgendwann so ein Ruhepunkt da ist, den braucht man auch. Das braucht jeder Mensch, und wir Politiker tun auch gut daran, die Leute ein Stück in Ruhe zu lassen. Und uns hilft es auch, wenn wir nicht jeden Tag jetzt gefordert sind zwischen den Tagen. Und das sollte auch jeder genießen, mit Freunden, mit der Familie. Sich auch um die kümmern, die in Not sind. Es gibt ja in dem schönen alten deutschen Volkslied, der Mond ist aufgegangen. Das Lied endet ja damit, dass man sich auch um den kranken Nachbarn auch kümmern soll. Und ich glaube, wenn dafür auch Zeit ist und man sich dafür auch einfach wieder mal die Ruhe und die Zeit nimmt, dann ist das Weihnachten sein genau an der richtigen Stelle angekommen. Und das wünsche ich mir, dass wir das im Blick behalten und nicht aus dem Herzen verlieren. Und genau das machen wir jetzt hier in Ilmenau auch. Wir werden hier in lockerer Runde noch ein bisschen miteinander plaudern, mit allen Gästen, die heute hierher gekommen sind. Wir sagen Dankeschön an unsere Gastgeber, an die Stadt Ilmenau, an Sie, die heute hier zur Sendung gekommen sind, und natürlich an unsere Gastgeber hier aus der Bar Piano. Vielen, vielen Dank. Ihr wart gute Gastgeber. Da könnt ihr euch mal selbst applaudieren. Fragen, die wir in der Sendung nicht unterbekommen haben, die beantworten wir im Internet unter aufeinwort.info. Da finden Sie auch unseren nächsten Termin. Der wird im Februar sein. Ansonsten bleibt mir nur über, wir verabschieden uns aus Ilmenau, wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit. Sollten wir uns vorher nicht noch mal irgendwo begegnen, dann natürlich auch, kommen Sie gut in ein neues und hoffentlich für Sie gesundes und erfolgreiches Jahr. Vielen, vielen Dank. Applaus